Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Folge 2 von Trains in World 4, der Dennis spielt, also ich muss wieder echt dran gewöhnen. Ich habe mir gedacht, ich zeige noch ein kleines Video mit der S-Bahn auf der Strecke Vorarlberg. Und ich habe mir hier so ein kleines Szenario rausgesucht, und zwar so wie in den Filmen. Und in der Stadt findet ein Filmfestival statt, während ein Sonderzug Richtung Blue Dance den Fahrgästen ein 4D-Erlebnis bietet. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Aber ich wollte euch zuvor noch ein bisschen dieses ganze, den ganzen Aufbau hier zeigen. Also das Training, soweit brauche ich, glaube ich, nicht mehr großartig zu erklären. Kennt ihr ja selber von TSB 3. Da gibt es hier noch das schnelle Spiel, 30 Minuten plus und so weiter. Eisenbahn. Reisen das Wasser jetzt. Ich weiß nicht, ob der das jetzt automatisch macht. Ja, Einstellungen. Kann da noch irgendwas ändern? Nein, glaube ich nicht. Fährte. Nee, das lassen wir. Wir sind ja, das lassen wir. Genau. Dann gehen wir mal auf Szenarien. Nehmen uns die, wie gesagt, die S-Bahn, und dann gehen wir mal so wie in den Filmen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit diesem Szenario. Ja. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Das erste Szenario: ein Berg in Österreich, so wie in den Filmen. Tag. Dieser besondere Zugdienst ist Teil des Filmfestivals in Blue Dance. Während der Fahrt wird den Gästen an Bord ein besonderer 4D-Erlebnis geboten, bei dem sich Szenen aus dem Film auch von ihren Fenstern abspielen. Ja, das ist ja mal was ganz Feines. So, als allererstes sollen wir mal den Hauptschalter einstecken und den auf aktiv stellen. Das haben wir soweit gemacht. Dann sollen wir den Richtungsschalter vorwärts stellen. Das haben wir getan. Stecken Sie den Führerbremsventil Hebel ein. Wo? Da. Das haben wir getan. Lassen Sie den Fahrgästen Zeit, sich einzugewöhnen und sich mit dem 4D-Erlebnis vertraut zu machen. Währenddessen können wir uns ja nämlich draußen umsehen und uns so, wir sollen die Lichter ausstellen. Dann machen wir das natürlich. So. Den Führerbremsventil auf Fahrstellung. Erhöhen Sie die Leistung. Wir schauen uns ganz kurz draußen um. Würde ich sagen, schauen uns hier diesen wunderschönen Zug an. Hier mal ein kleines Foto von. So, dann würde ich sagen, los geht's. Genau. Natürlich muss man noch die Zugsicherungssysteme einstellen, ist ja ganz klar. So. Das haben wir soweit. Uns befreien. Nächste Station. Brastanz. Auch immer das sein mag. Nie gehört den Ort. So, wie schnell fahren wir denn jetzt überhaupt? 90 dürfen wir. Also 40 werden wir jetzt fahren, oder? Wie können wir denn jetzt fahren? 60. So, fahren hier durch den Tunnel. Auch nicht schlecht. Schalten hier. Ich sehe nur leider nicht, wie schnell ich fahre, um ehrlich zu sein.
zur Windbeleuchtung ein. Tublichter, Führerstandsbeleuchtung ein. So, jetzt sehen wir auch mal was. Zug kann ja die Lichter aus sein, aber ich möchte ja gerne das sehen hier. So, noch ein bisschen Leistung hier. Wunderschön, wunderschöne Strecke, kann man nicht anders sagen. Dürfen wir. Jetzt werden wir über den Ort fahren. Am nächsten Bahnhof gibt es ein Diorama mit einer Szene aus dem Film. Verlangen Sie, sagen Sie also bei der Durchfahrt, damit die Kunden das vollständige Erlebnis bekommen. Okay, bald haben wir es denn jetzt bis dahin. Dass ich das überhaupt erstmal sehen kann. Wie weit sind denn jetzt bis dahin? Ah, 4, noch was Kilometer, oder? Ein bisschen Zeit. So, 40 sollen wir da fahren. Bremsen wir schon mal ein bisschen ab hier. Nicht zu schnell sind, damit die Leute da auch ihr Erlebnis haben. Kommt es da entgegen? Ins Bahn. Die SIFA, mein Gott. Wunderschön. Wunderschön. So, nächste Errungenschaft, der erste Schritt. So, wir werden jetzt mal gleich langsamer hier. Welche Geschwindigkeit haben wir denn jetzt? 40, na gut. Passt das ja so ungefähr? Der Filmset-Bahnhof? Auch nicht schlecht. Also ich finde es ja immer wieder spitze, was für Szenarien sich hier ausgedacht werden. Also wirklich Wahnsinn. Okay.
dreht sich, man kann ja sowieso gar nicht fahren. Ah, ein Güterzug. So, da vorne ist das Ziel. Ich denke, wir haben sind langsam genug. Damit die Leute auch ihr Erlebnis haben. Wir fahren jetzt sogar nur noch 30, also das sollte auf jeden Fall reichen. Halten Sie die Geschwindigkeit von 40 km/h ein, bis Sie den Bahnhof verlassen haben. Die Musik ist ja nice, nur schade, dass ich nichts sehe. Oh ja, egal. Lass uns ein bisschen rieseln. Diese wunderschöne Musik. Also Entschuldigung, die sich verstelle ich aus, der geht mir tierisch auf den Nerv. Weißt du, so wie es ist. Das ist schlimm, ey. Ach, guck mal, da steht sogar ein Autobahnsteig hier. Guckt euch das bitte mal an. Ein Elefant. Ich brech ab. Ich brech ab, Leute. Ich brech ab. Ich hab schon viel gesehen, ne? Aber das toppt alles. Das toppt wirklich alles. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Absoluter Hammer, echt. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Wirklich. Mega geil. Mega geil. Elefanten auf dem Bahnsteig. Jetzt wird's, jetzt geht's los. Autos, ich breche ab. Wirklich, ich breche ab. Das kann man, glaube ich, wieder beschleunigen, ne? So, wir dürfen noch gar nicht beschleunigen. Huch! Sorry! Tut mir leid. Werden wir wieder ein bisschen langsamer hier. Wir sollen jetzt noch über Nenzig fahren und dann beschleunigen, wenn es sicher ist. Aber das mit den Elefanten war schon echt nice, also muss ich echt sagen. Hat mir sehr gefallen doch. Das hat man wirklich nicht alle Tage. So, da fahren wir jetzt jeden Moment über Nenzig. Oder Nenzing. Wie auch immer man das ausspricht. So, haben wir das auch geschafft? Bereit machen zu beschleunigen. Ja, wenn mir jetzt noch ein Signal gibt, wann ich beschleunigen darf, wäre das sehr hilfreich.
extreme Bremserfahrung. Oh, okay. Wann darf ich denn beschleunigen? Beschleunige einfach mal, gucken, was passiert. Ich sag, warte, machen wir mal die PCB auch aus. Was war das mal mit dem Zugsicherungssystem? Ich glaube, das ist in diesem Szenario nicht so vordergründig. Nehmen einfach mal Vollgas. Das wäre so volle Leistung. Weil wir sollen ja gleich beschleunigen. Sollen wir jetzt noch bremsen? Ich blicke hier nicht mehr durch. Bremsen wir einfach nochmal. So, was haben wir denn jetzt an Geschwindigkeit hier? Unter 60, okay. Weil, da steht nämlich, erreichen Sie eine Geschwindigkeit von 60 km/h, erreichen Sie eine Geschwindigkeit von 100 km/h, mit 40 Notbremse zu betätigen, neben Schnellbremse. Interessantes Szenario. Oh, seht euch das mal an. Ist das nicht mega? Ist das nicht eine geile Kulisse? Einfach nur mega. Es ist doch einfach nur mega, oder? Die Berge da hinten, das ist doch einfach nur geil. Ich liebe Österreich. Ich liebe Österreich, Leute. Guckt euch das bitte an. So, jetzt haben wir 60 erreichen. Machen wir das. Ja, machen wir jetzt mal. Was ist denn jetzt los? Eine Leistung mehr oder was ist jetzt kaputt hier? Ja, will ich ja, aber irgendwie. Boah, was ist denn jetzt kaputt hier? Warum? Warum bitte keine Leistung mehr? So, dann sollen wir die Notbremse gleich anlegen.
Stellen Sie den Kombihebel auf 0. Das vorhin der Hauptschalter aus war, da fand ich aber irgendwie doof. Deswegen konnte ich die Ziele. Hat ja auch keine Leistung mehr gehabt. Das war natürlich Käse, das war da richtig blöder Käse. Das Szenario muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal wiederholen. War ja so nicht richtig. War denn überhaupt der Hauptschalter aus? Ich habe sie doch gar nicht ausgemacht. Naja, egal. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. So, da fahren wir über Nützidas. So, dann fahren wir jetzt nach Budenz. Zu schnell gerade. Ach ja, ein Szenario, was nicht so ganz so verlief, wie es sein sollte, aber ja. Vielleicht könnt ihr mir sagen, woran es liegt, dass der Hauptschalter aus war. Ich weiß es leider nicht. Regeln wie die Türen. Und dann war es das hier wahrscheinlich mit dem Szenario. In Vorarlberg bzw. Österreich. Dieser wunderschönen Kulisse mit dem Sonnenuntergang, der sich so langsam hier bemerkbar macht. Die Türen verriegeln. Das machen wir natürlich. So, den werden wir jetzt auf 0 stellen. Den Richtschalter auf aus. Den Fahrschalter auf halten. Ausmachen. Gut gemacht, sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Und dann auf zur Premiere. Ja, das war natürlich jetzt alles andere als gut. Ich bin gespannt, welche Goldmedaille. Goldmedaille werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Unter zwei Fehler.
Geschwindigkeitsüberschreitung minus 422. Silber immerhin. DSP4, gute Verbindung, schließen Sie. Habe ich. Gut, Silber haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ja, schreibt fleißig einen Kommentar drunter, was ich besser machen kann, was euch an diesem Spiel gefällt. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer, der den spielt, das macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.